Hallo zu einem neuen Video über Power BI. Heute besprechen wir das Thema Daten exportieren. Wie man das macht, das sehen wir uns nun an. Grundsätzlich kann jeder Endbenutzer, der auch für diesen Bericht berechtigt ist, Daten exportieren. Eine wichtige Überlegung hinsichtlich der Einschränkungen ist, dass Power BI Bericht im Importmodus eine maximale Anzahl an 150 Datensätze exportieren kann. Des Weiteren darf die Version nicht älter sein als 2016 und der Administrator muss im Berichtsdesigner dieses Feature aktiviert haben. Gut, als nächsten Punkt bespreche ich, wie man Daten nun exportiert. Hierzu gibt es sowohl für Visualisierungen wie auch für Tabellen immer nach Selektion diese drei Punkte, auch genannt weitere Optionen. Bei Klick auf diese Option habe ich nun die Möglichkeit, Daten zu exportieren. Bei Klick auf diesen kann ich nun diese als Datei abspeichern und wird in dem Format CSV gespeichert. Dieses CSV-Format trennt dann die einzelnen Spalten mit einem Komma. Es werden auch die Überschriften mit abgespeichert. Eine weitere Möglichkeit, sich die Daten anzusehen, gibt es auch über die Möglichkeit hier als Tabelle anzeigen. Und habe hier nochmals die einzelnen Werte in Tabellenform. Kann das beispielsweise auch hier in der Grafik nochmal ersichtlich machen. Nun, wie man gesehen hat, lassen sich nun Daten exportieren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten von Daten, die man exportieren kann. Die eine Möglichkeit ist zusammengefasste Daten. Und die zweite Möglichkeit ist die zugrunde liegenden Daten. Was ist der Unterschied? Die zugrunde liegenden Daten, muss man sich vorstellen, sind so, wie sie in der Datei in Power BI importiert werden. Also hier sprich eine Tabelle. Bei dem Punkt zusammengefasste Daten versteht man, wenn man diese zugrunde liegenden Daten nach einer Aggregationsform aggregiert. Das kann sein, ich möchte wie hier in einer Matrix-Tabelle die gleichen Daten nach einem Durchschnitt aggregieren oder mit einer Summe oder viele weitere Aggregationsformen. Das ist wichtig zu verstehen, dass es bei Power BI zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Nochmals, also die zugrunde liegenden Daten exportieren oder die zusammengefassten Daten. Grundsätzlich sind immer auch die zusammengefassten Daten weniger als die zugrunde liegenden Daten. Bitte das auch berücksichtigen bei dem Exportieren von Daten. Nun, diese beiden Möglichkeiten kann man nun auch selektiv aktivieren. Hierzu geht man über die Datei zu den Optionen und Einstellungen und hat in dieser aktuellen Datei die Rubrik Berichtseinstellungen. Hier sieht man auch dann die Daten exportieren Selektion. Ich habe hier drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich verbiete das Exportieren von Daten, sowohl als aus Power BI und aus dem Dienst. Oder ich aktiviere oder erlaube nur das Exportieren von zusammengefasster Daten. Ich kann aber auch eine Hybridmethode selektieren, das mir erlaubt, das Exportieren zusammengefasster Daten und zugrunde liegender Daten.
Wenn Sie nun diese Option wählen, dann erhalten Sie im Power BI Dienst, aber nicht im Power BI Desktop, nach Klick Daten exportieren, ein weiteres Menüfenster, wo Sie dann selektiv auswählen können, ob Sie die zugrunde liegenden Daten exportieren möchten oder die zusammengefassten Daten. Wenn Sie Fragen dazu haben, zu dieser Exportmöglichkeit von Power BI, dann hinterlassen Sie mir bitte einen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall antworten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und bis bald.